Eines der am häufigsten diskutierten Themen unter Motorradreisenden ist die Navigation. Da Motorradfahrer in der Regel nicht den schnellsten, sondern den kurvenreichsten oder den landschaftlich schönsten oder sogar einen Weg suchen, der asphaltierte Strecken sogar meidet, kommt die bekannte Straßennavigation an ihre Grenzen. Für die schnellste Straßennavigation ist Google Maps gar nicht mal zu verachten. Immerhin werden aktuelle Verkehrshindernisse verarbeitet. Mit Seiten wie kurviger.de zum Beispiel werden auch die Anforderungen des Motorradfahrers auf der Straße berücksichtigt. Entsprechend vorbereitete Routen werden mittels übertragbarer GPX-Daten von vielen Navis verarbeitet. Die meisten Navigationssysteme kommen jedoch an ihre Grenzen, wenn der Asphalt aufhört und ein Track auf einem forst- oder landwirtschaftlichen Weg oder einem ehemaligen Militärweg fortgesetzt werden soll. Locus Map als Navigationssoftware gibt es in einer Free-Version. Der Cape Ita kommt sogar mit der Version Locus Map Pro geliefert und bietet die Möglichkeit, eine Vielzahl von Tracks und Wegpunkten erfahrbar zu machen. Ich weiß nicht, wie viele von euch den Adventure Country Tracks e.V. kennen, der sich als Verein zum Ziel gesetzt hat, legal befahrbare Offroad-Strecken in Europa zu erstellen und zu unterhalten. Solche Strecken, die jeweils rund 1000 Kilometer lang und in 5 Tagesetappen abfahrbar, existieren bereits in Portugal, Griechenland, Rumänien und Italien. Aufgrund des hohen Offroad-Anteils sind an die Navigationssoftware erhöhte Anforderungen gestellt. Die mit dem Cape Ita gelieferten Software Locus Map Pro läuft stabil und ist in einem besonders widerstandsfähigen iPad-Gehäuse verpackt. Dies wiederum ist mit einem abschließbaren Halter und einer Reihe unterschiedlicher Halterungen, verkleidungs- oder lenkerfest auf den allermeisten Motorrädern montierbar. Bereits betriebsbereit ist das Cape Ita iPad mittels der lieferbaren 12 Volt Stromversorgung, alternativ auch über mehrere Stunden dank des großen Akkus. Die entscheidenden Vorteile neben der robusten und wasserdichten Ausführung des Cape Ita ist, dass mittels externem Controller per Bluetooth die Bedienung auch möglich ist, ohne die Hände von den Lenkergriffen zu lösen. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Betriebssystem des Cape Ita auf Android basiert und so alle Funktionen eines Handys möglich sind. Für die Navigation heißt das, dass mehrere Softwarelösungen für die Navigation nutzbar sind. Mit der Bluetooth-Schnittstelle lassen sich auch Kommunikationsschnittstellen am Helm koppeln. Dank der Möglichkeit, den Cape Ita auch mit einer SIM-Karte zu bestücken, wird ein Smartphone komplett ersetzt und über Locus Map Pro lassen sich sogar mit minimalstem finanziellen Aufwand andere Geräte koppeln, um den jeweils anderen Standort zu erkennen. Das macht also Sinn, wenn mehrere Fahrzeuge unterwegs sind.